Hallo zusammen. Ja, man mag es kaum glauben. Ich sitze hier und habe vor, eine neue Wochendeko zu drehen. Und es ist nicht nachts um 10 oder 11, sondern Vormittag 10, 11. Ist das nicht großartig? Und ich bin nicht gestresst und habe keinen Zeitdruck, weil ich habe heute frei. Das ist so schön, das zu sagen. ja, und dass wir endlich mal wieder dazu kommen, gemeinsam eine Wochendeko zu gestalten. So ist das unfassbar. Ich, ja, wie gesagt, habe heute frei. Und da war klar, dass ich dann dieses Video drehen will. Und dachte dann gestern Abend auch, dass ich halt noch ausschlafen kann. Und dann ist mir aber, also ich habe mich eigentlich schon hingelegt, hatte die Augen so gut wie zu und dann ist mir plötzlich aufgefallen oder eingefallen, dass ich heute Morgen einen Arzttermin habe. Und schlauerweise diesen um 8:20 Uhr gemacht habe, falls ich doch arbeiten gehen muss, dass es, ja, dass ich das alles schaffe. Und jetzt durfte ich quasi noch eher aufstehen, als wenn ich arbeiten gehe. Ja, zum Glück ist es mir aber noch eingefallen und nicht erst jetzt, nachdem es schon zu spät war. Ja, deswegen fing mein Tag dann doch früh an, aber man hat dann trotzdem irgendwie einfach das Gefühl, dass schon, also normalerweise würde ich denken, oh ja, ist bestimmt schon so 2 oder so, aber ist es nicht. Ich habe noch Zeit. Ja, und war dann jetzt schon fast wieder dabei, in Prokrastination zu verfallen, auf YouTube zu versumpfen und so weiter. Und habe mich jetzt aber dann doch endlich nicht aufgerafft, weil ich möchte das ja machen, aber angefangen mit diesem Video. Vielleicht ist heute sogar produktiv und ich schaffe noch ein paar andere, wobei ich einige Ideen noch hätte, was ich machen möchte, aber die meisten davon irgendwie mehr Vorbereitung brauchen. Und da ich momentan ja, wie gesagt, nicht zu so viel komme, das auch nicht getan habe. Also mal gucken. Was wollen wir machen? Ihr habt vielleicht mein Merz-Setup gesehen. Und zwar sieht mein Merz so aus. Das ist die Titelseite, meine Kalenderübersicht, mein Habit-Tracker. Und hier ist noch so eine, ja, Notizseite. Und hier wird jetzt die erste Woche eingetragen werden. Allerdings befinden wir uns schon tatsächlich in KW 12, was wirklich, ja, was soll ich sagen? Ja, ich habe es ja angedeutet, ich brauche die Monatsübersicht, aber wie viele Wochen ich wirklich füllen kann in diesem Monat, wusste ich nicht. Und da ich eigentlich diese, ja, die Wochendeko ich mit euch zusammen machen wollte, habe ich es dann die ganze Zeit nicht getan. Und deswegen sind wir schon in KW 12. Es kann also sein, dass das tatsächlich die einzige Woche ist, wobei ich eigentlich schon gern noch diese Woche auch hätte. Aber da wir ja schon hier sind, ach, das ist wieder das Ding. Ich bin ja jetzt schon hier und habe auch nur jetzt das einzutragen, dann am Wochenende. Ich glaube, die Woche, die wir jetzt zusammen machen, wird dann schon diese und diese sein. Und dann habe ich im März wirklich nur eine Wochendeko gemacht. Und dann folgt schon der April. Oh mein Gott. Unfassbar. Also, jeder sagt es, aber es ist auch einfach so. Wie schnell bitte vergeht diese Zeit? Das ist echt verrückt. Ja, die nächste Woche ist dann nämlich auch schon die Osterwoche. Nur Ostersonntag liegt dann schon im April, 1. April. Das heißt, es kann aber schon ein bisschen österlich sein. Das hatte ich jetzt gar nicht eingeplant, aber das können wir ja spontan noch hinzufügen. Und ja, ich werde Ende März, also über Ostern, nach Hamburg fahren. Und zwar hat meine Oma am Samstag Geburtstag, den 31. Und ja, normalerweise wäre ich einfach nach Hause gefahren zu ihr. Aber meine Mama hat sie überredet zu verreisen. Und deswegen fahren wir nach Hamburg. Ich muss zwar gucken, wie ich dann irgendwie da hochkomme, aber na gut, das wird schon gehen. Ich benutze ja meistens Mitfahrgelegenheiten. Ja, und genau.
Achso, es ist natürlich über Ostern, das heißt, es gibt nicht so viele Zeiten, wo irgendwie Geschäfte offen sind. Aber am Samstag werden wir wohl auf jeden Fall in der Stadt sein. Also gebt mir gerne nochmal Shopping-Tipps für Stationery-Bastelsachen. Also ich denke, Muji und Louis Ban gibt es ja, glaube ich, beides in Hamburg. Und da würde ich gerne mal vorbeischauen. Und dann, ja, okay, es ist ein Familienausflug, deswegen wird es jetzt kein Shopping-Trip in dem Sinne. Aber die zwei Läden würde ich wirklich gerne mal besuchen, weil da war ich noch nie. Ach ja, Sostrena ist ja auch noch, ne? Wenn ich das schon gerade hier sehe. Vielleicht schaffe ich das noch. Aber sollte es irgendwas geben, wo ihr sagt, okay, das ist eh in der Nähe, guckt dann nochmal vorbei, dann sehr gerne Tipps. Aber ich versuche mal, diese drei Läden anzusteuern. Genau, ich würde mich gerne farblich halt wieder hier einfach so in diesem ja, Bereich aufhalten. Dadurch, dass es ja jetzt eh nur diese eine Woche noch für den März ist, können wir das auch noch durchziehen. Und habe mir hier entsprechende Sachen rausgesucht. Einmal diesen kleinen Block von Sustrene Grene. Also das würde passen. Ist mir fast schon ein bisschen zu trist jetzt. Das wäre vielleicht mal eine Option. Also das Papier liebe ich ja auch, ne? Das ist so schön. Warum ist da jetzt eigentlich, habe ich das schon irgendwo benutzt? Warum ist da nur ein Blatt von drin? Das muss ich ja dann schon mal irgendwo benutzt haben. Gerade gar nicht sicher. Also wenn, dann glaube ich das. Hat so eine Goldfolienstruktur und dann habe ich hier einfach die obligatorischen Sticker-Labels, die ja nicht unspektakulär sind. Dann die neuen Goldpunkte von Idee. Ich habe auch ein Idee-Kreativ-Haul gemacht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was eher online kommt, diese Wochendeko oder der kleine Haul. Und dieses Sticker-Set hatte ich in einer Happy Mail von der Jana. Das würde farblich natürlich auch sehr gut passen. Wobei wir jetzt hier in Bronze sind und wenn ich jetzt Gold benutze, dann passt das nicht so gut. Ja, also das können wir mal überlegen. Und dann bin ich hier gerade spontan auf die Idee gekommen, das österlich zu machen. Und zwar habe ich hier diese Sticky Notes, die einfach danach schreien. Und ich erinnere mich, dass ich die letztes Jahr bei AliExpress, mein Gott, AliExpress bestellt habe. Anfang März, Ende Februar, irgendwie sowas. Und habe gedacht, ja, es müsste eigentlich noch gerade so hinhauen, dass ich die zu Ostern bekomme. Und Ostern war dann ja auch wieder so ein bisschen zerpflückt, dass ich 2 Wochen, oder ich habe einfach 2 Wochen gemacht, einmal für Ostersonntag, einmal Ostermontag. Und ich glaube, ich habe es in beiden Wochen nicht geschafft, weil es nicht da war. Das heißt, wir können das auf jeden Fall benutzen. Ich schaue gerade schon mal, wie das so zusammenpasst. Ja, eigentlich gut. Und dann habe ich, das ist jetzt die Frage, ich habe hier so ein Kästchen mit irgendwelchen Bildern. Und, ah ja, genau. Wie wird das Häschen? Man muss es jetzt auch nicht übertreiben und 5 verschiedene Häschen da reinsetzen. Aber ich hatte in der Erinnerung, dass da irgendwo was dabei war, wo ich gedacht habe, merk dir das wieder, das brauchst du für Ostern oder kannst du Ostern benutzen. Ich habe hier nur allerdings, wenn das so einzelne kleine Bildchen sind, dann habe ich hier manchmal die direkt rumliegen. Aber das muss ich mal kurz durchstöbern und dann, wenn ich es habe, melde ich mich wieder. So, ich habe jetzt alles durchsucht und tatsächlich war das alles in der kleinen Schublade, was ich gesucht habe. Und zwar hatte ich hier dann schon mal so ein paar Sachen rausgesucht, habe die so gehabt, die so ostermäßig waren. Das ist hier tatsächlich so ein Glanzbild, nennt man das ja irgendwie, die früher in den Poesiealbum drin waren. Das habe ich mal aus einer Schokoladenverpackung ausgeschnitten. Das, weiß ich noch, habe ich, glaube ich, mal von der Olli Stration bekommen, das Bild, das hat sie irgendwo ausgeschnitten.
Das fand ich so lustig, weil das aussieht wie kleine Häschen, die irgendwie im Knast sitzen. Ja. Weiß ich, das war einfach mega witzig. Das habe ich, glaube ich, mal irgendwie ausgedruckt oder bekommen. Ja, und das sind aus so zwei Magazinen. Und während ich das gemacht habe und mich gefreut habe, dass ich die Sachen wiedergefunden habe, habe ich nochmal drüber nachgedacht, was ich eigentlich gerade erzählt habe. Also hier ist auch nochmal das Häschen. Und das ist eigentlich Blödsinn ist, wenn der erste Ostertag, also Ostersonntag, schon im neuen Monat ist und Ostermontag demnach ja auch, dann muss ich diese Woche ja gar nicht österlich gestalten, sondern eher die erste Woche im April. Nur bei mir ist Ostern immer so gedanklich im März verankert. Das heißt, wir müssen da eigentlich doch gar nicht so stark drauf eingehen. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Sachen rausgesucht, aber die werde ich eh nicht alle benutzen können auf einmal, weil die ja wirklich sehr unterschiedlich sind, so vom Stil. Das heißt, also bei dem bin ich mir eh nicht so ganz sicher, ob ich die in der Wochendeko benutzen werde. Das finde ich einfach mega witzig. Und dadurch, dass das sehr klassisch ist, würde ich das, also das schreit wirklich ja nach Osterhase, würde ich das jetzt auf jeden Fall mal rauslassen für die Osterwoche. Und die Sachen würden eigentlich farblich sogar ganz gut zusammenpassen. Und dann würde ich vielleicht auch auf das Häschen verzichten. Was sagt ihr denn? Ach, wieder das leidige Thema, dass ihr mir nicht antworten könnt. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe hier auch noch so andere Sachen gehabt. Ich dachte so mit den Häschen und so würde vielleicht der Wald, dieser Birkenwald, das Washi-Tape ganz gut passen. Hier einfach, weil da so florale Sachen drauf sind. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal raus. Dieses MT-Sample habe ich übrigens von der Vanessa Zierpapier, die auch einen Sample-Shop auf Etsy hat. Den kann ich euch gerne mal verlinken. Und das würde farblich eigentlich sehr gut zusammenpassen. Aber das ist dann schon wieder etwas, das würde ich vielleicht sogar gerne in meiner April-Titelseite verwenden. Und das vielleicht auch. Also die Sachen, die ich jetzt hier nicht verwende, kann sein, dass die dann in den April wandern. Und vielleicht ist das sogar etwas, was ich heute noch mache, wenn ich ja nun mal endlich mal Zeit habe. Weil ich muss jetzt halt aussortieren. Also selbst wenn die Sachen jetzt passen würden, ich möchte ja jetzt nicht so viel doppelt verwenden. Deswegen, wobei ich April, habe ich eigentlich gesagt, sind für mich eher so frischeres Grün und Gelb und so. Und das ist ja eher so ein bisschen gedeckter. Also passt das eigentlich noch super gut hier in den März. Mann, man macht sich Gedanken, unfassbar, aber ich glaube, ihr könnt es trotzdem weitestgehend nachvollziehen, wenn ihr auch so gestaltet, weil das sind einfach die Fragen, die man sich so stellt, ne? Das passt auch gut dazu. Das sticht jetzt gerade so ein bisschen raus und diese rosa Töne auch. Ja, das hatte ich noch, da habe ich einfach mal vorsorglich schon von meinen Holzstempeln einfach irgendwas auf dem Post-it gestempelt, weil wenn das dann immer hier schon so irgendwo rumliegt, kann man sich das immer mal leichter nehmen, noch dazu zum Gestalten. Ich sag euch, das passt sehr gut zusammen, auch mit dem da. Aber das wäre schon eine gute Voraussetzung und Basis für meinen April. Wird das dann zu ähnlich? Zu dem, nee, das war ja eigentlich quietschiger. Naja. Ach, Leute. Was mache ich? Ich meine, hier ist ja ein bisschen Gelb drin. Vielleicht könnte man das ja aufgreifen und dann da. Also in der Woche kann ich jetzt auch relativ großzügig sein, weil wie gesagt, so viel Platz brauche ich, glaube ich, nicht.
Jetzt fehlt mir hier irgendwie was, weil ich das alles so wunderschön schon... Also was ich auch übrigens noch gestern bekommen habe, ist auch von der Vanessa. Und zwar hat sie mir nachträglich zum Geburtstag auch eine kleine, ja ich sag jetzt mal Happy Mail gemacht, auch wenn sie mir persönlich überreicht hat, in der auch diese schönen Sustrene-Sticker drin waren. Und die eben farblich auch sehr gut gepasst haben. Deswegen dachte ich, möchte ich die eigentlich auch benutzen. Das müssen wir uns also nochmal vormerken. Und hier, also ich werde es jetzt nicht zu ausführlich machen und alles auspacken, aber ich möchte es euch trotzdem kurz zeigen, weil es einfach, weil sie sich auch wieder ganz viel Mühe gemacht hat. Und ja, das freut mich ja eben wirklich sehr. Und zwar hat sie sich auch an einem Envelope-Flipbook, ja nicht probiert, sondern sie hat es einfach gut gemacht und hat es gemacht und hat ganz viele schöne Sachen mir eingepackt. Ich gucke das jetzt mal kurz oberflächlich an, falls da jetzt noch was dabei ist, was ich gern benutzen möchte. Also die liebe ich ja sowieso. Ich gucke mal später, ob da auch noch was Frühlingshaftes dabei ist. Es wird jetzt ein Vorbereitungsvideo für das April-Setup und eine Wochendeko. Hallo. Und da sind wir wieder. Die sind sehr sommerlich unterwegs noch, die Mädels. Also wie gesagt, ich glaube, ich werde mir nicht so Termine markieren, weil ich eben nicht weiß... Würde zwar teilweise schon passen, aber ich muss ja sehr allgemeingültig dekorieren. Genau, das waren die Samples. Da ist es jetzt winterlich und vintage. Ach, dieses Papier finde ich auch so schön. Das ist auch von Sustrena mit so Goldfolie. Also ich suche jetzt nur nach Sachen, die passen. Ne? Ich kenne die Sachen ja schon, die da drin sind und habe mich über alles sehr, sehr gefreut. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin da jetzt nicht begeistert von. Ach ja, genau, hier sind Briefmarken drin. Hat sie mir nämlich extra unter anderem schwedische gebrauchte Briefmarken mit eingepackt, weil sie ja gehört hat, dass ich dieses Jahr nach Schweden möchte. Wir wollen nach Südschweden so einen Roadtrip machen, also zumindest den Weg dorthin und dann dort in ein Hütchen und ganz ruhig und entspannt dort die Zeit verbringen und Zeit nehmen für die Sachen, zu denen wir sonst immer nicht so kommen oder uns eben die Ruhe nicht nehmen. Also auch mal zu fotografieren wieder und so weiter. So... Ja, das hätte auch super ins Setup schon gepasst vom März. Da können wir auf jeden Fall was nehmen. Aber das passt auch in den... Ich habe jetzt so viele Sachen, die hier so schön zusammenpassen, dass ich die nicht alle in diese Wochendeko kriege. Und die schreien einfach danach, dass ich sie für April benutze. Obwohl ich mir eigentlich ein anderes Farbschema vorgenommen hatte, weil das für mich auch echt März ist. Aber die passen jetzt so gut zusammen. Und es ist so viel mittlerweile schon, dass ich da, glaube ich, echt mal über meinen Schatten springen muss. Wir könnten jetzt hier das vielleicht mal nehmen. Als das passt nicht so viel mehr dabei. Ach komm, wir machen einfach mal, sonst langweile ich euch ja hier zu Tode. Während ich hätte mir das vorher überlegen können, aber ich dachte, wir machen das wieder schön zusammen. Wobei mir eigentlich hätte klar sein müssen, dass ich wieder viel zu viel überlegen muss und dann nicht hinterherkomme mit Reden.
Aber irgendwie war mir heute einfach danach, das mal wieder entspannt zu machen mit euch. Komm, wir machen jetzt einfach. Das wird, glaube ich, keine Glanzleistung, diese Wochendeko, aber... So, ich habe jetzt hier noch eine ganze Weile rumgewühlt, irgendwie doch nicht mit dem erhofften Ergebnis, aber habe mir noch dieses Sample-Kärtchen rausgesucht und eigentlich auch noch ein paar derer hier, weil ich dachte, die passen jetzt ganz gut so in den Frühling und so weiter, dass ich das mal in der Nähe habe, um damit öfters mal was zu machen. Und hier so, das sind eigentlich so meine Aprilfarben, so dieses Quietschgrün, Blau und Gelb. Das hätte ich eigentlich so grundsätzlich als Aprilfarbe gewählt. Aber ich bin, glaube ich, immer noch der Meinung, dass mein April dieses andere Deckblatt bekommt. Und wir machen jetzt hier einfach irgendwas. Ist egal. Einfach machen. Es ist ja nur eine Wochendeko. Und deswegen machen wir das jetzt einfach. Ich habe hier dieses fancy Holotape. Das ist sehr grün. Passt das? Also ich will es zwar einfach nur machen, aber ich will es jetzt auch nicht absichtlich versauen. Ja, also ihr merkt's, ich merk's. Ich bin voll raus, was Dekorieren betrifft, was Wochendekos drehen betrifft. Aber selbst mein letztes, wo ich auch schon so irgendwie verstreut war, kam doch relativ gut an. Deswegen glaube ich, sollte man sich dann doch nicht immer so viel Sorgen machen, Gedanken machen und einfach machen. Ich ärgere mich dann nur wieder beim Schneiden, wenn ich denke, oh Mann, was redest du eigentlich die ganze Zeit? Wer will denn das hören? So, also hier hatten wir jetzt das für den Boden. Und ich wollte eigentlich ja mit euch auch über so verschiedene Sachen reden. Bloß ich sehe mich halt schon wieder, dass ich mich konzentrieren muss und dann ja, abschweifen werde. Aber wir versuchen das. Und zwar, ja, wie gesagt, das Hamburg-Ostern, das habe ich euch ja sogar schon erzählt. Viel mehr gibt es wahrscheinlich dann erst im Nachhinein zu erzählen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich wahrscheinlich bis Ende März arbeiten werde. Also, sagen wir mal, in diesem Umfang, dass ich nicht viel Zeit für was anderes habe. Das hat sich jetzt, wie schon fast erwartet, noch ein bisschen ausgebaut, dass es jetzt wahrscheinlich noch bis Mitte April reingeht. Und ja, das heißt, bis dahin wird es nicht so viel besser sein. Es ist jetzt gerade eigentlich ganz lustig, dass das ja hier so diese Maueroptik hat. Also eigentlich, ich sag jetzt Mauer, eigentlich ist es eher so Mosaikboden. Aber könnte eben auch so eine, na, Ziegelstein eben nicht, weil sie quadratisch sind, deswegen eher Mosaik. Aber ich würde gerade sagen, es passt ganz gut hier mit der Mauer eigentlich. Und ich dachte, dass ich dieses Bild trotzdem hier verwende und nicht Ostern, weil das ja eher so ein, naja, Spaßbild ist und nicht unbedingt zugunsten des Osterhasens, sondern eher so ein bisschen sich über ihn lustig machend. Deswegen benutze ich das mal hier. Und das Häschen könnten wir auch hier benutzen, weil es ist ja nur ein Hase, es ist ja kein Osterhase. Ne? Und ich glaube, wie gesagt, Osterhase habe ich dann das. Ach, und ich finde bestimmt noch irgendwas anderes bis dahin. So. Ich versuche das jetzt hier einfach mal wieder so ein bisschen zu verteilen, wo was vielleicht hin könnte. Da kann hier und da so ein Sticker hin. Und damit, das kann da hin.
Ja, zum Beispiel. Da ist jetzt hier zwar noch relativ viel Platz und wäre ziemlich wenig gemacht dafür, dass ich das mit euch zusammen machen will. Da brauchen wir dann quasi noch ein paar mehr Details. Da bin ich mal gespannt, was mir dann noch einfällt. Auf jeden Fall hatte ich ja jetzt hier auch noch diese Punkte. Das sind dann solche Details, die man verteilen kann. Also ich habe das ja im März-Setup schon gemacht, deswegen will ich das jetzt nicht übertreiben, dass das alles gleich aussieht am Ende. Genau, die Birken. Ach ja, warum eigentlich nicht? Die mache ich jetzt gleich mit mir drauf. Ja. Ostern, ich sag's euch, falls ihr vorhabt, Karten zu verschicken, Osterkarten, und da irgendwie auch kreativ was basteln wollt, verziert auf keinen Fall eure Umschläge. Also ich hatte jetzt wirklich bei Happy Mails und so weiter fast, also ich glaube immer Glück, ich glaube es ist nichts nicht angekommen. Aber ich hatte jetzt schon ja insgesamt bei 3 Briefen das Pech, dass ich etwas aufwendig gebastelt habe, Karten, und die dann nicht angekommen sind. Und es macht mich wirklich wütend. Also, was die Post betrifft, ich kann es euch gar nicht sagen. Es macht mich wirklich wütend. Weil das Phänomen daran ist nämlich, oder das, was ein so, also in der Stadt, wo ich herkomme, hat mir meine Mama erzählt, ist es so gewesen, dass vor einer Weile, also ich glaube, das ist jetzt schon, das dürfte jetzt schon über ein Jahr her sein oder so, mal ein Briefträger, also das soll jetzt kein Rant gegen alle Briefträger sein, bitte nicht falsch verstehen. Ja, also wenn ihr da arbeitet und so, es ist auch ein Dienstleistungsgeschäft, alle Dienstleistungen, nein, jeder Beruf ist ehrenwert und genauso auch das, und man sollte nie etwas über einen Kamm scheren. Deswegen ist das jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber es lässt einen schon zweifeln, oder ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Jedenfalls wurde dort mal in einer Wohnung, glaube ich, oder in einem Keller, aber ich glaube in der Wohnung von jemandem, also der scheinbar Briefträger war, mehrere Säcke von Briefen gefunden, die einfach nicht ausgetragen wurden. Also entweder keine Lust gehabt, sie auszutragen und sie deswegen einfach gesammelt. Oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die alle geöffnet waren oder so. Ich glaube nicht. Also das, ja. Und eben in die gleiche Richtung habe ich ja jetzt nun schon Briefe geschickt, wovon 3 verloren gegangen sind. Und zwar war das, nachdem sie das entdeckt haben. Also das ist jetzt nicht so wie, oh, vielleicht waren da meine Briefe dabei, sondern die habe ich, glaube ich, alle erst verschickt, nachdem das schon öffentlich wurde. Das heißt, ich weiß nicht, was mit meinen Briefen passiert ist. Entweder eben diese Keine-Lust-Schiene, aber dadurch, dass sie eben alle, glaube ich, vom Umschlag her so ein bisschen kreativer waren, hat sich da vielleicht wirklich jemand einfach was erhofft. Und zwar habe ich euch in einem Craft-Update mal meine Muttertagskarten gezeigt, die ich gebastelt habe. Bei den beiden Müttern, die von mir etwas, oder von mir und meinem Freund etwas bekommen haben, ist das angekommen. Bei meinen beiden Omas, die von mir traditionell auch immer etwas zum Muttertag bekommen oder wenigstens angerufen werden, eine Karte, was auch immer. Bei den beiden Omas ist das nicht angekommen, und die wohnen
räumlich gesehen relativ nah beieinander, sodass es sein kann, dass das ein Gebiet ist. Ja, wobei, also eigentlich nicht, aber es ist in der Nähe. Und bei beiden ist es damals nicht angekommen. Und da hatte ich euch ja auch gezeigt, wie die Karten ausgesehen haben. Also ich hatte mir da schon auch wieder Mühe gegeben und das war damals schon sehr ärgerlich. Und diesmal habe ich eine Geburtstagskarte gebastelt. Auch eigentlich, ja, ihr wisst ja, wie es um meine Zeit gerade so bestellt ist. Und ja, diese Geburtstagskarte kam nicht an. Und ich hatte mir dafür eben Mühe gegeben. Es ist ärgerlich, dass die Person das nicht rechtzeitig zum Geburtstag bekommen hat. Dass sie eben grundsätzlich verloren gegangen ist. Ich weiß es nicht. Also wirklich das Gefühl, dass da jemand ist, der denkt, das sieht nach einer Geburtstagskarte aus, da liegt doch bestimmt Geld bei oder ein Gutschein oder irgendwas, den ich mir da raushole. Also, ich weiß nicht. Ich hatte auch einen Absender drauf, das heißt, wenn jetzt das Porto zu wenig gewesen wäre, also ich habe tatsächlich nur 70 Cent draufgeklebt. Es müsste aber eigentlich auch noch gereicht haben. Und wenn nicht, dann müsste es ja zurückkommen irgendwie. Und ja, das ist jetzt halt auch über eine Woche her. Also, ich meine, vielleicht tue ich Unrecht und sie kommt noch. Und ich war wirklich schuld, weil ich zu wenig draufgeklebt habe. Aber wie gesagt, eigentlich nicht. Und dadurch, dass ich diese Vorerfahrung ja nun schon hatte, das ärgert mich wirklich, wirklich, wirklich sehr. Weil wozu macht man, also ja, wie gesagt, also die Arbeit einfach dahinter, wo es dann schade ist, wenn das einfach weg ist dann. Also was weiß ich, was damit ist, ob das jemand aufgemacht hat, gesehen hat, dass da kein Geld drin ist und es dann einfach weggeschmissen hat. Ich meine, wenn das dann derjenige, der die Karte von mir bekommt, wegschmeißt, weil er damit dann nichts mehr anfangen kann, okay, ja, da habe ich dann auch keine Macht drüber und er hat es wenigstens gesehen und hat das dann selbstbestimmt. Aber diese Karte gar nicht erst zu kriegen, das, ja, keine Ahnung. Sagt mir doch mal so, es gab mal eine Zeit lang, da haben dann viele gesagt, ja, ich dekoriere keine Happy Mail Umschläge mehr von außen, weil das wegkommt und so. Wie gesagt, ich hatte immer Glück. Ich übertreibe es aber auch nicht. Ich mache eigentlich auch nur so, weiß ich nicht, mal einen Washi-Streifen irgendwo hin und dann und vielleicht mal einen Sticker und dann ist gut. Obwohl ich diese overloaded Briefumschläge ganz toll finde. Ich traue mich das nicht. Aber wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr da auch schon irgendwie sehr schlechte Erfahrungen gemacht oder ist sogar schon mal irgendwie was Wertvolleres abhanden gekommen? Ja, also es ist wirklich, wirklich ärgerlich einfach. Und ja, man weiß dann halt auch nicht so richtig, wo man sich dann beschweren soll, ne? Wenn man jetzt irgendwo direkt was bestellt und es kommt nicht an, dann sagt man ja, sorry. Oder jetzt auch so für Shopbesitzer und so ist das natürlich auch sehr schwierig, weil die ja dann auch in dem Sinne keine Versicherung für solche Sachen haben, nicht wissen, ob es stimmt. Also ob derjenige, der sagt, er hat es nicht bekommen, es wirklich nicht bekommen hat. Und das dann vielleicht ersetzen müssen oder die Sachen nochmal rausschicken und ja dann selber eigentlich einen Verlust damit haben, weil, ja, ich meine, es ist ja nur eine verkaufte Ware und man will dafür ja Geld und dann ist das so, als hätte man das vielleicht verschenkt. Also, was auch neulich passiert ist, also das, sag ich mal, wo ich jetzt die schlechten Erfahrungen gemacht habe, das hat sich ja gehäuft da, wo ich es hingeschickt habe in dem Gebiet und das ist weit weg von hier. Aber was mir hier neulich passiert ist, und zwar habe ich eine bestimmte Zeitung abonniert, die man ja schon mehr oder weniger als Fachzeitschrift bezeichnen kann, auch wenn sie ganz normal im Handel erhältlich ist, habe die abonniert und einen Monat lang kam die nicht an. Ich habe es aber auch nicht so richtig direkt gemerkt, weil ich ja eh nicht hinterherkomme mit Lesen und irgendwie habe ich es dann gar nicht gemerkt, dass mir da gerade
was fehlt. Und diesen Monat noch nichts kam. Und das passt jetzt irgendwie nicht so richtig dahin, ne? Ja, und habe dann eine E-Mail bekommen, die ich aber auch erst, also die ich auch nicht gleich gesehen habe in dem Moment, wo ich sie bekommen habe, sondern auch später. Und da wurde mir von einer Firma, die zwar hier in der Nähe ist, aber doch Fußweg 10, 15 Minuten, je nachdem wie man so läuft, also es ist nicht ein Eingang weiter, gleich um die Ecke, dass bei ihnen fälschlicherweise meine Zeitschrift im Briefkasten gelandet ist. Ich mir so denke so, hä? Also da steht meine Adresse drauf, da steht mein Name drauf. Es war nicht an diese Firma eben adressiert. So, what? Also wie kann das sein, dass die bei denen eingeworfen wird? Ich meine, ja, okay, es war fachspezifisch schon passend. Also die, es wäre nicht unlogisch, dass die auch diese Zeitschrift abonniert haben. Aber davon kann man doch nicht ausgehen, oder? Ich meine, man liest das doch. Also, ich weiß nicht. Ganz merkwürdig. Aber ich habe das dann, ja, also ich habe sie wieder und es ist alles gut. Aber hätten sich jetzt ja halt auch nicht melden müssen und ich hätte mich vielleicht gefragt, wo meine Zeitung bleibt und so. Naja. Ja. Irgendwie bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das da oben jetzt finde. Wahrscheinlich, weil ich mich jetzt gerade so aufgeregt habe, musste ich irgendwo was Rotes, Kräftiges hinkleben, was meine Wut symbolisiert hat, rein automatisch. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt da trotzdem und klebe da jetzt einfach so diesen Sticker dazu. Oder? Welchen eigentlich? Eigentlich schon Blümchen, ne? Was da? Passt das mit dem? Aber mal so ein Farbklecks ist ja eigentlich vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Wobei das schon sehr... Aber nur grün ist vielleicht langweilig, ne? Ist das jetzt da okay mit diesem Farbkleckser? Ja, komm. Ja, ja, ja. Also das, dann haben wir den Part des Sich-Aufregens auch wieder abgehandelt, weil das scheint bei mir jetzt irgendwie in jedem Video vorzukommen, was ich als nicht so gut empfinde, aber es kommt manchmal einfach so hoch. Ja. Und ich hatte mir eigentlich auch noch ein anderes Thema aufgeschrieben, worüber ich schon in den letzten zwei Videos mit euch reden wollte und habe aber das Gefühl, dass ich das wieder nicht schaffe, weil wir jetzt eigentlich schon wieder relativ weit sind hier, auch wenn das echt kein gutes Video war diesmal. Also, oh Mann, ich habe eigentlich nur geredet, Zeug rausgesucht, es wieder weggetan und mich aufgeregt. Super Voraussetzungen, super Entertainment. Ja. So ist das, so ist das, so ist das. Ich sollte mir vielleicht überlegen, ob ich heute wirklich noch ein anderes Video mache, weil wenn das so weitergeht, dann... siehst du, die wollte ich da nämlich eigentlich auch hinkleben. Wie sie sich so... Oder steht sie im Wald? Nee, das ist so, die muss schon irgendwo hingucken, ne? Also hier so mal jetzt nur rein von der Komposition her gefällt sie mir da. Aber das macht einfach gar keinen Sinn. Ja, da hätte sie schon am besten hingepasst. Aber ich will das nicht wieder ablösen und das passt eigentlich auch hin. Also ist sie wahrscheinlich raus, junge Dame. So. Ich habe leider heute kein Foto für dich. Das hätte auch gut gepasst, aber jetzt sind wir eher in Pink und nicht in Lila. Also kommt das nicht in Frage. Ja, hier, das ist zu dick, glaube ich. Das habe ich aus so einer
Werbekarte ausgeschnitten von irgendeinem Blumen-Online-Versandhandel, glaube ich. Weil ich die Motive eigentlich ganz schön fand. Aber das ist sehr stark. Das klebe ich, glaube ich, nicht auf eine normale Seite. Also eigentlich wäre die ja auch jetzt schon ganz gut gefüllt. Ich schaue nochmal. Ich habe was heute. Ist der Tag dann fast rum? Brauche ich fast nichts mehr eintragen. Fürs Wochenende könnte ich es benutzen. Weil die zwei Tage habe ich was zu tun. Oder könnte ich mir das aufschreiben? Wie gesagt, wenn ich auf Arbeit bin, dann brauche ich mir da auch immer nicht viel aufschreiben. Ja, ich denke mal, hier werde ich nicht frei haben, weil er dann schon Karfreitag ist und dann bin ich weg. Also ich brauche nicht so viel Platz. Aber ich kann das ja notfalls auch noch nachträglich mit irgendwelchen Bildern oder so zu ballern, wenn ich das Gefühl habe, dass da ich noch Lücken füllen muss. Ja, okay, ich schaue mir dieses Video dann mal an. Und wenn es ganz schrecklich ist, weil eigentlich überhaupt nichts passiert ist hier, dann überlege ich mir noch, ob ich das hochlade. Oder machen wir noch was? Weil es jetzt halt echt schwierig ist, auch noch zu überlegen, was ich euch noch erzähle, ohne dass... Weil wie gesagt, das, was ich euch jetzt schon seit längerem erzählen wollte, das dauert dann auch wieder ein bisschen. Also ist jetzt nichts... Ich will euch nicht etwas erzählen, sondern ich will mit euch über ein Thema reden. Also ganz unspektakulär, nichts Tolles, aber wäre nicht doch toll schon, aber nichts Besonderes jetzt. Von daher... Ich glaube, ich verschlimmbessere gerade. Ja. Oh Mann. Warum gefällt mir das denn jetzt nicht? Es gefällt mir alles nicht. Gefällt mir nicht. Wir schreiben jetzt hier trotzdem mal den heutigen Tag hin, weil heute habe ich ja auf jeden Fall, trage ich auf jeden Fall was ein und das andere belege ich mir dann. Das ist der 21. und zwar den Mittwoch. Okay, ich dachte, es geht nicht schlimmer, aber es ging schlimmer. Das hat mal jetzt farblich auch überhaupt nicht reingepasst. Was ist denn hier los? Ah, habt ihr das auch manchmal, wenn einfach gar nichts geht? Wenn ihr macht und macht und macht und das Gefühl habt, das wird einfach immer schlimmer? Bitte sagt mir, dass ihr das kennt und... Ich sollte mir wirklich überlegen, ob ich jetzt hier noch einen Monat Setup drehe, weil wenn das dann auch so wird, dann helft mir doch mal. Was kann ich denn da jetzt noch machen, dass das irgendwie besser wird? Oder sollte ich es einfach lassen, damit es eben nicht noch schlimmer wird? Das wird ein Spaß, dieses Video zu schneiden.
auch so was ganz Schlimmes bei Washi-Tape mit so weißem Hintergrund, wenn man sowohl bei Samples als auch wenn bei einer Rolle man die schon mal, wenn man schon mal so angefangen hat, was abzuwickeln und das dann. Das geht ja gar nicht. Also dieses Sample-Kärtchen habe ich nämlich bestellt. Und das, wie ihr seht, das hat sich dann hier schon immer so ein bisschen abgelöst, wenn hier sowas absteht. Und da sammelt sich so extrem der Staub dann teilweise, dass man das natürlich bei weißem Washi-Tape auch total dann sieht, wenn man das aufklebt. Dass man da so einen Dreck mit aufklebt. Das ist der Nachteil an so durchsichtigem weißem Washi-Tape. Das muss man wirklich irgendwo, also ich glaube, selbst wenn man das in einer Schublade aufbewahrt, also da könnte es schon ein bisschen besser sein, aber Staub kommt einfach überall hin. Und das, also, lässt sich, glaube ich, schlecht vermeiden und sieht aber echt nicht schön aus. Hier habe ich eh irgendwie so zwei Farbwatzer drauf. Ach Leute, ich hatte so gute Laune, als ich hier angefangen habe. Und dann habe ich angefangen zu dekorieren und bin total durcheinander gekommen. Was ist denn hier los? Das passt doch hier gar nicht hin. Soll ich es einfach aufgeben und es irgendwie einfach nicht hinkleben? Nee. Nee, 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 nee. Ich bin raus für heute. Nein, nicht für heute. Ich überlege mir das jetzt noch mit dem anderen Video, aber das war jetzt keine gute Erfahrung. Ich entschuldige mich dafür. Vielleicht kriege ich es noch gut geschnitten oder ich erspare es euch, sich das überhaupt anzugucken. Oh mein Gott, ich kriege nicht meine Verabschiedung hin. Was ist nur los? Okay. Leute, wir sehen uns zum April-Setup, wenn ich euch jetzt nicht vergrault habe, wann auch immer ich das drehe. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.